So, hallo zusammen. Heute ist der 17. um kurz vor 4. Ich hatte gestern die Alttauben, die Reisetauben sozusagen, schon einmal kurz draußen, relativ spät abends. Iggy wollte mit und sitzt jetzt da oben auf der Spitze. Ist über Nacht draußen geblieben. Und macht noch keine Anstrengung reinzukommen. So, der Jungtaubenschlag hat jetzt. Moment, ich mach auf. Der hat jetzt 18 Tauben drin. Ich habe heute noch mal zwei aus dem Reiseschlag dazu gesetzt und vor ein paar Tagen noch zwei jährige Damen. Einmal die. Wo ist die andere? Ja, die haben es noch ein bisschen. Ah, hier unten sitzt einer und da oben ist auch noch einer. Wie man sieht, die haben sich gut zurechtgefunden. Sitzen alle bevorzugt oben, muss man so sagen. Und unten werden nicht die Einzelsitze bevorzugt, bis jetzt zumindest. Da werde ich mal gucken, ob ich da dann auch wieder Stangen anbringe. Können ein paar mehr Tauben oben sitzen. Und natürlich die Kotbretter drunter. So viel dazu. Sie fressen jetzt auch wieder vernünftig. Wasser habe ich unten hingestellt. Ein bisschen Gerüt noch an der Seite geschüttet einfach. So viel dazu. Jetzt gehen wir mal rüber zu den Reisetauben. Die lasse ich nachher übrigens auch noch fliegen. Aber erst nach 18 Uhr. Dann ist die Gefahr mit dem Greifvogel geringer, wobei mir ein Zuchtfreund schon sagte, der hier in der Nähe die Brieftauben hat, der hatte noch keine Angriffe. Ich habe auch schon gesehen, dass andere auch schon ihre Tauben fliegen haben. Hier sitzen noch zwei Piepser unten. Die zwei da hinten und die zwei. Ansonsten sitzen die hier auf Eiern. So, mal gucken. Ich wollte euch eine Taube zeigen, und zwar die hier. Vielleicht ist das den meisten hier vielleicht schon aufgefallen. Das ist übrigens auch ein Pärchen, die zwei. Die sitzt meistens hier einfach oder liegt auf den Gittern. Die hat irgendwas mit dem Eierlegen. Die hinkelt und hoppelt und als ob sie ihre Beine nicht bewegen kann. Und wenn das Ei raus ist, dann ist wieder alles okay. Ist aber dieses Jahr zum ersten Mal so. Und daher, ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Die Zufliegerin hier sehe ich gerade, die ist immer noch da, obwohl der Freiflug gefällt ihr ganz gut, aber trotzdem. Ach, wir ein paar genießen die Sonne, das Leben. Wie gesagt, die Zufliegerin hat hier immer noch keinen Partner und bleibt trotzdem immer hier noch. Ja, das eine Pärchen hat sich entschieden, da unten zu brüten, den habe ich jetzt ein Nest dahingestellt. War mir einfach zu blöd. Ansonsten sitzen hier auch schon weitere Tauben immer auf Eiern. Das wird für die Reisetauben aber auch die letzte Runde sein oder letzte Gelegenheit, sich zu vermehren hier. Ja, heute Morgen hatte ich noch mal schön alles sauber gemacht. Wie man hier sieht am Boden, haben die Leistungsscheißer schon direkt alles eingesaut. Gucken, ab jetzt geht es jeden Tag in den Freiflug. Jetzt gehen wir mal rüber zu den Kiebitzen. Hier ist ein Küken runtergefallen, ein zweites habe ich dazu gesetzt. Teilweise ist es ja bei den Kiebitzen so, sind die Küken knapp 9 oder 10 Tage alt, kommen die Eltern mit den nächsten Eiern an. Deswegen setze ich die Küken dann daneben sozusagen. Die haben wieder reingefunden, da liegt nämlich auch schon ein Ei. Ansonsten läuft es sehr gut, die brüten fast alle. Und naja, einfach mal abwarten, was sie hier sonst noch so machen. Wann die in Freiflug kommen, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher gegen Sommer. Naja. Ja, hier gibt es auch natürlich schon verschiedene Verpaarungen. Rot und Schwarz, was ich eigentlich nicht so wollte. Dann werde ich mir auch noch was einfallen lassen müssen für die nächsten Jahre, sonst habe ich keine roten mehr. So, jetzt gehen wir mal kurz in den Zuchtschlag. So, bei den Kasanern, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt,
beide Eier befruchtet, obwohl ich die Schwanzfeder nicht beschnitten habe. Das hat mich halt sehr überrascht. Hier habe ich nochmal dieses Erbsenstroh mit Eukalyptusduft reingeschmissen. Das verschleppt sich hier meistens ziemlich schnell. Ist nicht so gut für Tauben geeignet. Bei Hühnern ist das sehr beliebt halt. Wo die auch flattern, aber der Duft, also es ist ein ganz anderes Klima hier. Brunnen riecht sehr angenehm. Hier, wie gesagt, hier habe ich eine Grundreinigung gemacht. Das Pärchen hat, nachdem es die Eier unten auf Boden irgendwie kaputt gemacht hat, sich wieder entschieden, in die Nistzelle zu gehen. Ja, und noch einen kleinen Tipp für die Zucht. Was meine Kiebitze alleine machen, das kriege ich auch bei den Brieftauben hin. Hier habe ich zum Beispiel zwei Küken rausgesetzt. Die müssten, wo laufen die rum? Komisch. Also hier sitzt eins. Die ist schon hochgeflattert. Ach, da unten drum sitzen sie mit bei, oder? Nein, eins, zwei. Irgendwie habe ich hier zwei Küken verloren oder was? Ja. Das Schimmelpaar auf jeden Fall hatte ja in der Ecke gebrütet, hat jetzt wieder hier gebrütet, habe ich das Nest runtergelegt und das Küken bleibt dabei. So, da sind zu viele Küken drin. Eins ist wieder hochgeflattert. Interessant. Ich dachte, die würden das nicht machen. Ja, dem Pärchen oben habe ich jetzt einen Karton gespendet. Mit so ein bisschen mehr Sichtschutz haben und hoffe, dass da jetzt mal langsam Eier kommen. Die Rotfalle könnte mal richtig Eier legen. Achso, der Tipp für die Nistzelle ist, also was die Kiebitze von alleine machen, nach 9 bis 10 Tagen von den Küken kommt einfach das nächste Ei, selbst wenn die keine Nistmöglichkeit haben, wird es bei den Küken beigelegt. Und wenn man bei den Brieftauben sozusagen die Küken rausnimmt nach 10 Tagen und daneben setzt, kommen da auch Eier und teilweise animiert die das schon, wenn ich hier die Nistzelle sauber mache und die Küken mit dem Nest rausnehme. Ah, hier ist ein Küken. Wo kamst du denn jetzt her? Habe ich dich so übersehen? Und das zweite sitzt da in der Nistschale mit drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sind 3 Küken drin. Das eine gehört da nicht rein. Und zwar das Hinterrang. Gucken, guck mal hier raus. Kannst da unten rumlaufen. Du, die zwei da. Da muss das andere ja auch noch irgendwo rumlaufen. Hier sitzt auch eins drin, was nicht reingehört. Fangen sie an zu fliegen, setzen sich einfach in irgendwelche Nester rein. Wie gesagt, Küken einfach raussetzen. Sind die alle am Boden und dann kommen schon die nächsten Eier. Es geht teilweise, wie gesagt, ab dem 10. Tag. Da kann man unten auf dem Boden einen kleinen Kindergarten machen und dann läuft das wieder. Geht direkt die nächste Zucht. Bei manchen Tauben läuft jetzt schon die dritte Zucht sozusagen und bei manchen erst die zweite und die einen schaffen noch nicht mal die erste. So viel dazu. Auch ein kleiner Tipp, was ich gerne mache, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, die Nistschale nicht ganz an die Wand dran stellen, weil die kacken ja immer über den Rand. Und wenn man es ganz an die Wand stellt, dann wird die Holzwand irgendwann völlig nass. Kleinen Abstand, 1-2 cm, dass kein Jungtier dahinter stecken bleiben kann. Ja, und soweit sind die alle fit, fressen ohne Ende, vermehren sich ohne Ende. Der sieht ein bisschen struppig aus, finde ich, oder? Er ist ein paar Tage alt, aber für sein Alter sollte er noch nicht so struppig sein. Da ist der hier ein bisschen mehr im Glanz. So, gehen wir wieder raus. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Also ich filme nachher nochmal, wenn sie fliegen. Oder wenn ich sie rauslasse. Die haben gestern Abend, wie gesagt, schon ein paar Runden getreten, hatten aber leichte Schwierigkeiten, weil sie sonst immer da rein sind, hier reinzugehen. Ein paar musste ich rüberführen sozusagen. Und 5 Stück saßen dann noch von, ich sag mal, 22 oder was das waren.
Im Dunkeln noch habe ich mit der Hand nochmal durchgeführt, habe also durch die Tür reingefliegen oder reingeschmissen. Die letzten drei habe ich dann nachher Licht im Taubenschlag angemacht, die haben dann tatsächlich noch von alleine reingefunden. Ja, dafür hat sogar die Handytaschenlampe gereicht. So viel dazu. Jetzt hoffe ich, dass nachher alles klappt und dann filme ich nochmal, wie sie fliegen. So, das war's für heute. Macht's gut.